Herzlich willkommen, du Liebe, du Lieber, herzlich willkommen, hochsensible, hochbegabte Menschen in meinem Kanal und auch herzlich willkommen, Julia von Händchen in Hand. Wir werden heute ein Expertengespräch führen und wir haben uns dafür ein sehr interessantes und vielleicht auch ein bisschen brisantes Thema ausgesucht. Nämlich, wir werden heute über das Thema Fehldiagnosen im Zusammenhang mit Hochsensibilität sprechen. Jetzt gebe ich Ja. erstmal das Wort, liebe Julia. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und es ist immer wieder schön, mit dir zu plaudern. Ja, du warst ja auch auf meinem Kanal schon ganz oft zu Gast. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich mal bei dir zu Gast sein darf. Genau. Ja, also wie gesagt, wir werden ein Gespräch führen. Heute mal kein Interview, sondern ich denke, sowohl Julia als auch ich, wir haben genügend zum Thema Hochsensibilität mit Erwachsenen, mit Kindern gearbeitet, um einen Einblick gewonnen zu haben, was es denn mit diesem Thema der Fehldiagnose auf sich hat. Ja, definitiv. Also es kommt auch immer mehr an die Oberfläche, ja. Schon allein dadurch, dass die Eltern sich auf den Weg machen und doch hier und da mal hinterfragen und doch nicht so zufrieden sind mit allem, was dann eben auch die Fehldiagnose nach sich zieht. Ja, ist mir das auch sehr oft jetzt schon über den Weg gelaufen. Dieses Thema, dass Kinder halt pathologisiert werden und in eine Ecke gesteckt werden, die ihnen nicht gut tut und auch zum Teil mit Methoden dann behandelt werden, die auch für sie ja schädlich sind, weil es doch nicht genau das trifft, was bei dem speziellen Kind gerade vorliegt. Ja, es muss ja nicht immer sein, dass es überhaupt nichts dahinter steckt, sondern es kann ja was sein, aber es muss nicht immer das sein, was diagnostiziert wird, ja. Genau. Ich möchte noch mal ganz gerne so, auf den Begriff der Fehldiagnose eingehen. Also natürlich meinen wir nicht die Fehldiagnose Hochsensibilität, sondern wir meinen Fehldiagnosen wie zum Beispiel Wahrnehmungsstörungen, soziale Phobie, Angststörungen oder Zwangsstörungen und so weiter. Solche Dinge mehr. Und wir werden ein bisschen uns heute austauschen, wieso das denn möglicherweise eher Fehldiagnosen sind oder Fehleinschätzungen. Einschätzungen, um es etwas sanfter auszudrücken, und wo da die Verbindung besteht zur Hochsensibilität. Auf das Thema Fehldiagnosen bin ich aufmerksam geworden über einen amerikanischen Psychiater und Psychologen, der arbeitet zum Thema Hochbegabung, aber da sind ja viele, viele Parallelen. Und er hat ein ganzes Buch zu diesem Thema Fehldiagnosen und Doppeldiagnosen geschrieben, was sehr spannend ist und ich auch völlig unterschätzt hatte, weil er da auch geschrieben hat, also dass es erstens sehr verbreitet ist und dass es auch ein Drama ist. Also er hat es wirklich Ja, auch so ja, bezeichnet, ne? Und du, absolut. Kann ne? man unterschreiben, ja. Und du kannst ja noch mal sagen, wie das Buch heißt, und wir können es ja dann in unserer Beschreibung verlinken. Genau. Ich Falls habe jemand selber nachlesen möchte, ich mache das nämlich auch immer ganz gerne, wenn ich in einem genau, Video. Ah, also da ist es. hier ist Sehr schon gut. das Buch, genau. James Webb. Genau. Ich schreibe es Also mir auch für gleich auf. alle, es ist eher ein Fachbuch, aber wer sich mit diesem Thema befassen möchte, und ich lege es wirklich allen ans Herz, aber vor allen Dingen selbstverständlich unseren pädagogischen und psychologischen Fachkräften, Ja. weil dieses Thema einfach so hochbrisant ist. Absolut. Warum ist es brisant? Weil durch die Fehldiagnose der eigentliche Ursprung der Schwierigkeit nicht deutlich wird. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist das, was da eigentlich im Untergrund noch hinter diesem Problem, was das Kind oder der Erwachsene zeigt, was da eigentlich liegt an Potenzial, an Vermögen, an Begabung, an was auch immer in dieser Richtung, das kommt auch nicht zutage. Ja. Also wir haben einerseits sozusagen eine Fehleinschätzung des Menschen und seines Problems und wir haben eine Vermeidung oder Verhinderung der Potenziale Ja. gleichzeitig. Ja, und das ist eben auch das, was man auch in den Schulen gut sieht, ja, wenn man als Lehrer unterwegs ist, zum Beispiel, wie ich ja einige Jahre war.
dass wirklich, es wird auch nicht besser, den Kindern wird auch nicht wirklich geholfen, ja, also und es ist möglich zu helfen, ja, wenn man wirklich tief genug gräbt, ist es wirklich möglich zu helfen, ja, und wir setzen uns ja jetzt nicht hin und sagen, das ist alles Quatsch und das gibt es alles nicht, ich sag mal, wie man die Syndrome dann zusammenfasst und so weiter, ja, das ist natürlich auch immer so eine Frage, gerade auch bei ADS und so weiter. Aber es ist trotzdem möglich, gut zu helfen und effektiv zu helfen. Aber das passt halt auch in unser System nicht so rein. Ja, mit diesem Funktionalitätswahn, sage ich mal, und der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit. Ja, also es ist alles sehr mechanistisch. Genau, aber das ist ja etwas, was sozusagen gerade in der Abwicklung sich befindet. Und wichtig ist es ja jetzt, also so sehe ich es, dass wir den Fokus legen auf eben auf neue Sichtweisen, auf neue Umgangsformen, auf neue Möglichkeiten. Und schon erstrahlt Julia, das ist wunderbar. Und ich würde gerne so vorgehen, dass wir mal so ja, zwei, drei solcher Störungsbilder einfach mal ganz konkret nehmen und sagen, Gerne. warum ist das möglicherweise nicht diese Störung, die vielleicht diagnostiziert wird vom Kinderarzt oder Psychologen oder so, sondern was daran könnte eigentlich die Hochsensibilität sein, die sich warum aber in dieser Form zeigt. Genau. Ja. Ja? Sehr gerne. Dann würde ich gerne mal anfangen mit der Soziophobie, also das heißt mit der Angst, sich in Gruppen und mit anderen Menschen zu bewegen. Oftmals ist es ja so, dass, also man kennt es so, ne? Und unser gesellschaftliches Bild ist, ein Kind hat zu lernen, ich sage das jetzt absichtlich ein bisschen scharf, hat zu Ja. lernen, sich in eine Gruppe zu bewegen. So, Ja. angeblich mag es das auch gerne und es mögen auch angeblich alle Kinder sehr gerne. Und deswegen soll es in die Kita, weil das ist sozusagen der erste Einstieg in Gruppenerfahrung und dann geht es natürlich in der Schule weiter und so fort. Wenn das Kind sich dem verweigert, wenn das Kind Verhaltensweisen zeigt, die kontraproduktiv für dieses soziale Zusammensein sind und das immer wiederholt auftaucht, dann kommt ein Verdacht einer solchen Störung auf. Zu diesen Fehldiagnosen ist immer noch zu sagen, ganz generell, wenn jemand, der so etwas diagnostiziert, also Psychologen, Ärzte, nee, Pädagogen nicht, es sei denn, sie haben eine entsprechende Zusatzausbildung. Richtig, das ist auch wichtig, ne? Aber kein Wissen um das Phänomen Hochsensibilität haben, was auch für Hochbegabung gilt, aber das können wir ein andermal besprechen. Heute sind wir bei der Hochsensibilität. Wenn die also keine Erfahrung damit haben, wenn die nicht wissen, was macht eine Hochsensibilität aus? Wie zeigt sich das? Wie zeigt sich es, wenn sie nicht gelebt wird? Wie zeigt sich es, wenn sie gelebt wird? Wenn die das also nicht einplanen oder also in die Diagnose mit einarbeiten können, so rum, dann können sie sozusagen den Ursprung, den möglicherweise ganz ursächlichen Ursprung des Problems des Kindes ja überhaupt nicht erfassen. Wie Ja. sieht das? Oder was hast du Ja. für Erfahrungen? Genau wie du es beschrieben hast, ein Kind hat sich anzupassen, ein Kind hat Gruppen zu mögen, andere Kinder zu mögen, sonst ist was falsch, ja? Und zwar auch in der Häufigkeit und auch in der Menge, wie das eben typischerweise in Kita-Gruppen als Anfangsdroge sozusagen der Fall ist, ja? Und wie du sagst, wenn da schon irgendwas nicht stimmt, dann kriegen die Kinder entweder schon eine Diagnose oder sie kriegen zumindest einen Stempel, das ist der Aggressive, das ist der Schüchterne, das ist so und so und so. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil eben es gar keine Alternative zu geben scheint. Und das Kind sich dann früher oder später braucht es sozusagen ja diese Diagnose, damit man irgendeinen Namen dafür hat und damit man vielleicht auch irgendwann eine Tablette dafür hat oder irgendeine Therapie. Und
weil halt irgendwie alle entweder reinpassen müssen und die, die nicht reinpassen, mit denen kann ja was nicht stimmen. Weil wenn wir mal das Pferd von hinten, also eigentlich von vorne, aber von hinten in, also aus der anderen Sicht von hinten aufzäumen würden, dann würden wir vielleicht zu der Überzeugung kommen, dass vielleicht die Kita oder diese Form der Kita für das ein oder andere Kind eben nicht das Ideale ist. Und das darf ja nicht sein. Ja, es darf ja nicht so sein, dass manche Kinder vielleicht sich optimaler entwickeln würden ohne den gerade vorgegebenen Weg. Ja, und an diesem Punkt sollen Eltern nicht ankommen. Meine Beobachtung, ja, das wird immer verhindert, dass Eltern an dem Punkt ankommen, dass sie vielleicht auch mal die Umgebung kritisch betrachten und nicht immer nur ihr eigenes Kind. Ja, Ja. genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es dazu kommen, beziehungsweise was in der Hochsensibilität oder bei einem hochsensiblen Kind führt dazu, dass so etwas wie eine Sozialphobie überhaupt in Erwägung gezogen wird oder eben auch diagnostiziert wird. Also ein ganz, ganz grundlegendes Merkmal in der Hochsensibilität ist ja diese Reizoffenheit, die wiederum auch keine Wahrnehmungsstörung ist, was eine weitere Diagnose oder Einschätzung wäre. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Sondern es ist erstmal per se ein Grundmerkmal dieser Veranlagung. Das heißt, die Veranlagung, der Organismus ist mit dieser Veranlagung per se darauf ausgerichtet, viel aufzunehmen. Punkt. Das ist so, als ob ich einen Zoom habe vor der Kamera, da nehme ich nur sehr punktuell auf. Dann hat man das Durchschnittsobjektiv, das nimmt so normal viel auf. Ne? Das Zoom wäre vielleicht so eher autistisch, ich nehme nur die eine Sache wahr. Und dann gibt es das Weitwinkel. Ja, bei den Kameras meckern wir überhaupt nicht, dass es unterschiedliche Objektive gibt, bei den Menschen schon. Ne? So. Und bei den Hochsensiblen, die haben halt in der Regel sehr oft Weitwinkel und nehmen daher ganz viel wahr und auf. Und wenn die Situation sehr reizüberflutend ist und das immer wieder, und dazu gehören nicht nur irgendwelche Gegenstände, sondern dazu gehören Gerüche, die Stimmungen der Menschen, Bewegungen der Menschen, das, was sie sagen, das, was sie tun, also alle Menschen, die dann in diesem Raum und in dieser Situation sind, also alles, 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 alles das gehört dazu. Und wenn das Kind dann tatsächlich immer wieder erlebt, das ist zu viel, kann es ja in den frühen Jahren noch gar nicht artikulieren, das ist mir jetzt zu viel. Sondern es bleibt nur übrig, daraus eine Konsequenz zu ziehen. Und eine Konsequenz daraus ist, und das ist der psychologische Selbstschutz, den wir Menschen alle haben, eine Konsequenz ist, dann vermeide ich Kontakt, weil es ist mir zu viel. Ja, Ja. ja. Genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, es ist zu viel, es überlastet das System. Wir haben in dem jungen Alter noch nicht die Möglichkeiten, so zu reflektieren, wie wir das jetzt vielleicht können. Und dann, genau, wir spalten sozusagen den Teil ja auch von unserer Persönlichkeit ab, der Genau. verletzt ist. Ja. Und wir verdecken das dadurch, dass wir diese Situation, wie du sagst, vermeiden. Na, und dann ist ja wieder alles gut. Aber es ist halt nicht alles gut, ne? Weil wir nicht gesehen werden, so wie wir sind. Und weil, ja, weil das für uns auch nicht schöner gemacht wird, so wie wir sind. Und deswegen vermeiden wir das. Aber das ist natürlich gerade bei Kindern dann ja das Problem, dass die eben nicht in Ruhe gelassen werden. Ja, wenn jetzt jemand Erwachsenes sagt, also große Menschenmengen mag ich nicht oder ich arbeite lieber für mich, dann ist das alles kein Problem. Aber ein Kind hat dieses Recht ja nicht anscheinend, ja. Nun allein auch mit der Schulpflicht, dass man seine eigenen, dass man den Bildungsort nicht wählen kann, ja. Obwohl die Eltern zum Teil bereit wären, diesen Weg mitzugehen. Das ist ja auch so mein Steckenpferd sozusagen, weil ich einfach eben merke, dass viele Leute, die hochsensibel sind oder die Diagnosen haben oder auch auf dem Autismus-Spektrum sich irgendwo befinden, dass die einfach überfordert sind mit diesem Schablonendenken und dass das so viel Leid erschafft, das unnötig wäre, ja. Das, Absolut. dieser Zwang. Ja. Absolut. Genau. Also was wir an der Stelle wirklich brauchen, sind
Also Punkt eins, wirklich aufgeklärte Fachkräfte in allen Bereichen, die Ja, mit den Kindern in Kontakt kommen. absolut. Ja, also von der Absolut, Medizin. absoluter Mangel an Fachkompetenz in den Schulen. Ja, Ja, nicht das nur ist Schulen, es wirklich. ist also auch die Kitas, es sind auch die Natürlich, ja. Psychologen, die dann halt Diagnosen feststellen, die eben am Kind vorbeigehen. Ja. Und also die Tendenz ist positiv, also es werden immer mehr oder es informieren sich immer mehr Menschen, es informieren sich auch immer mehr Fachkräfte. Also das finde ich schon wichtig auch festzuhalten, aber dennoch ist der Spielraum nach oben noch immer sehr, sehr groß, ja. Ja. Und wir hatten gerade den Begriff sozusagen am Kind vorbei. Das sage ich auch immer, weil es geht ja dann, ich lege eine Diagnose fest, sage also, ich habe keine Ahnung von Hochsensibilität, gibt es in meinem Fachwissen, gibt es das nicht. Also kann ich ja nur das diagnostizieren, was ich auch kenne. Lege das fest und lege dann fest, okay, also für das Kind mit dem und dem Problem ist das und das sinnvoll, also diese Maßnahme, diese Förderung etc. Das Problem ist immer, dass eine solche Maßnahme oder Förderung letztlich am Kind mehr oder weniger heftig stark vorbeigeht, wenn Hochsensibilität oder eben auch Hochbegabung nicht mit einbezogen wurde in die Diagnose. Ja. Ja, und Ja. dann stehen Eltern da, und das wirst du auch kennen, dann stehen Eltern da und sagen, ich war beim Arzt, ich war in der Untersuchung, ich habe dies gemacht und ich habe den Arzt gewechselt und das Kind hat angeblich, aber das fruchtet nicht und ich weiß nicht weiter. Genau. Ja. Also das ist ein unheimlicher Leidensweg. Und es ist ja auch nicht nur, dass dem Kind dann nicht geholfen wird. Es wird ja verschlimmert. Also die Situation wird ja verschlimmert. Ja, also wie du halt auch schon gesagt hast. Und da haben wir mehr und mehr damit zu tun, weil eben die Kinder anders zur Welt kommen heute. Und also ich meine, ich denke, das Was ist, meinst du mit anders? ja, ich meine einerseits das Tatsächliche, wie sie zur Welt kommen, dieses früher Abtrennen, manchmal auch durch die unnatürlichen Geburten und so weiter. Einerseits, aber andererseits kommen sie auch schon natürlich in einem ganz anderen Bewusstseinszustand auf die Welt. Und wir versuchen dafür immer irgendwelche Dinge zu finden, die krankhaft sind. Und anstatt das Kind einfach so zu nehmen, wie es ist, und dann mit dem Kind zu gehen und wie du schon gesagt hast, das Potenzial, was drunter gedeckelt wird unter der Diagnose oder mit der Diagnose, das kommt dann überhaupt gar nicht zum Tragen. Und wir haben halt auch die Situation, dass viele Eltern eben doch noch sehr expertenhörig sind. Und manche haben das sicherlich verdient, auch dieses Vertrauen, aber andere haben es halt eben auch nicht verdient, weil sie eben doch nicht so am Puls der Zeit sind. Und jetzt kommt ja unheimlich viel Forschung auch hoch, was Neurodivergenz und so weiter betrifft. Und eben auch gerade die Hochsensibilität. Und ich weiß ja nicht, ob wir nochmal über das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sprechen wollen, weil das ja der Renner schlechthin ist. Und Ja. ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht und meiner Auffassung nach auch ganz ein leichtes für jeden Lehrer zu sagen, ja, ihr Kind hat das, wenn das Kind sich halt einfach auch nur nicht unterordnen mag. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein Zeichen für Hochbegabung und für Hochsensibilität zum Teil. Aber für Hochbegabung ziemlich, ziemlich oft, ne? Genau, ganz Dass oft. Also, dieses Unterordnungsgehen nicht so ausgeprägt ist, wie es sein ja. sollte für das Schulsystem. Ich mache ja auch Fortbildungen, in denen ich zum Beispiel Vergleiche mache für oder mit, nee, zwischen Hochsensibilität, Hochbegabung, ADHS und Autismus. Also die Frage ist, wo sind da eigentlich so Genau, ja. Überschneidungen oder Abgrenzungen? Und da mache ich immer gerne mit den Teilnehmern eine Übung, die da lautet, stell dir vor, du sitzt irgendwie den ganzen Tag
musst auf dem Stuhl sitzen und deinen Job machen, ne? Und darfst dich nicht bewegen. Du musst dich melden, wenn du auf Toilette willst. Du darfst nicht essen, wenn du willst, und so weiter und so fort, ne? Und welche Gefühle entstehen dir? Und es ist uns einfach in der Regel nicht bewusst, dass die Kinder dann logischerweise, und ich meine, das passiert ja nicht nur in der Schule, dass die dann auf Pulverfässern sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das heißt, irgendwo muss ja dieser Überschuss raus. Das ist das eine. Das wäre das ADHS, also die Überaktivität. Wobei da eben auch noch andere Komponenten reinkommen, wie zum Beispiel, ich habe viel aufgenommen und dadurch, dass ich in der Kita auch schon, aber in der Schule allemal immer wieder mit Informationen gefüttert, 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 gefüttert werde, Aktion, Action, irgendwas machen, ja, also das sind ja kaum Zeiten in der normalen Schule gar nicht, wo man sagt, okay, also du kannst dich jetzt hier irgendwie rausgehen oder spielen oder in die Ecke setzen und lesen, das ist dir überlassen. Es ist jetzt eine Freizeit, also eine freie Zeit, die du gestalten kannst. Das gibt es ja gar nicht. Das heißt aber, wir wissen schon lange über die Lerntheorie, dass dies nötig ist, um das Wissen, was wir erlangt haben, zu verarbeiten. Also was passiert im Organismus? Der ist völlig überladen, ja, und hat kein Ventil. Und dann macht es irgendwann natürlich baff. Ja. Ja. Und der eine explodiert und der andere implodiert, ja. Genau, und der andere implodiert. Genau. Und das sind die, um die ich mir noch mehr Sorgen mache, als um die, die immer mal explodieren, ja. Ja, weil die halt gerne übersehen werden. Das war ja schon immer so, ne? Also auch bei den Nicht-ADHS, aber bei den introvertierteren, Ja. hochsensiblen Kindern, das ist auch immer wieder ein ganz schwieriges Problem. Aber das wäre ein anderes Thema mal, weil wir bleiben mal heute bei diesem Thema dieser Fehldiagnosen. Das heißt also auch, genau wie auch bei der Sozialphobie, gilt es aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr genau zu gucken, was bringt das Kind eigentlich mit? Was sind die eigentlichen Bedürfnisse? Und was steht im Lebensalltag des Kindes dem entgegen? Ja. Daraus entwickelt sich ja dann sozusagen die Problematik. Ja, und es ist ja auch so, dass wenn man sich mal diese Diagnosekriterien anschaut für ADS, ne, dann ist es auch einfach, das sind auch Kinder, ja. Ja. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unserem System versuchen, Kinder in ein nicht artgerechtes System zu führen, hineinzuführen. Und es muss nicht mal unbedingt eine Hochsensibilität drunter liegen. Es kann auch einfach nur ein ganz normales Kind sein, ja. Und die Lehrerin, der ist es zu stressig oder dem Lehrer. Und dann ist das auch eine bequeme Sache, ne? Also. Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, noch einen Bogen schlagen, was wir den Eltern mitgeben können. Ja. Und liebe Eltern, wir werden das Thema fortsetzen, weil es ist einfach komplex. Es ist ganz, ganz wichtiges Thema und es wäre schade, das einfach zu komprimieren. Also freut euch auf unser nächstes Video. Aber jetzt wollen wir jetzt noch mal gucken, was können wir den Eltern mitgeben? Weil es macht sich immer nicht so gut, in der Regel zu sagen, okay, also ihr Kind hat eine Sozialphobie, haben wir jetzt festgestellt, wir haben Test 1, 2, 3 gemacht und jetzt müssen wir hier mal irgendwie Butter bei die Fische geben, damit das Kind jetzt irgendwie wieder auf die Spur kommt. Was sollen Eltern denn dann machen? Ja, das ist natürlich schwierig. Also ich wäre immer, also mein Tipp jetzt als Lehrerin, die natürlich diesen Weg schon auch bei verschiedenen Kindern mit beobachtet hat, nie initiiert hat, weil ich da immer nichts davon gehalten habe, von diesen ganzen Diagnosen. Also ich würde sehr genau schauen und mich sehr genau informieren, welchen Experten ich aufsuche, wenn ich denn dazu genötigt werde, ja. Und also das ist schon mal für mich wichtig, als Tipp, dass man wirklich genau schaut, ob erstmal, ob ich das möchte und dann wo, wenn ich es möchte, wo ich hingehe. Weil das, also wenn man sich das, man ist im Alltag so oft durch den Wind, ja, und dann sagt der Lehrer, macht mal, geht mal, und dann ruft man halt an und wo man Platz kriegt, geht man hin. Aber man sollte sich wirklich überlegen, was das für das weitere Leben des Kindes
mitunter für das gesamte weitere Leben des Kindes bedeuten kann, was da an der Stelle rauskommt. Also, dass man wirklich da sehr, also es gibt ja viele Gruppen bei Facebook, bei Telegram, bei, weiß ich nicht, WhatsApp, wirklich rumfragen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wer arbeitet vielleicht auch bindungsorientiert? Wer ist bedürfnisorientiert? Auch als Psychologe, ja, wer hat schon mal was von Hochsensibilität gehört? Und dann zur Not eben auch mal sich ins Auto setzen oder in die Bahn und weiterfahren. Und also das würde ich es mir alle Male kosten lassen. Und dann auf jeden Fall immer schön am Kind bleiben. Also immer beobachten. Das ist für mich das A und O. Wann hat das angefangen? Was macht es schlimmer? Was habe ich dazu für eine Meinung? Weil ihr seid die Experten für euer Kind. Ihr seid die, die das Kind so gut kennen wie kein anderer. Auch wenn derjenige Psychologie studiert hat, aber er hat nicht dein Kind studiert, ja? Und das immer wieder dieses Bewusstsein dafür mitzugeben. Das wären jetzt auf jeden Fall meine zwei Tipps. Und ich weiß ja nicht, was du für Tipps hast, wenn schon die Diagnose steht und wie du es eben beschrieben hast, wenn schon weiß ich nicht, Methode A, B und C angeraten werden, was kann man dann tun? Wie kann man dann, wenn man damit nicht einverstanden ist, seinen Kopf wieder aus der Schlinge ziehen, sozusagen? Ja, also es ist teilweise wirklich aus der Schlinge ziehen. Also ich würde, wenn es sozusagen um den Diagnoseprozess noch geht, also bevor die Diagnose gefallen ist, immer auch gucken. Und ich meine, du guckst dir ja jetzt auch dieses Video nicht umsonst mit diesem Thema der Hochsensibilität. Ich würde immer zusehen, dass du oder eben auch ihr das Thema der Hochsensibilität und auch der Hochbegabung mitklärt. Also bei der Hochbegabung, da machen wir auch nochmal ein Video, weil das ist auch da die Diagnose, nicht gleich Diagnose. Das ist ganz wichtig und da passieren leider auch viele Fehler. Aber auf jeden Fall das mit einbeziehen. Also das heißt, holt euch eine Beratung. Ja, also Julia berät, ich berate auch nur zum Thema Hochbegabung, auch Eltern, um überhaupt mal rauszukriegen, könnte das sein, dass mein Kind mit dem Thema Hochsensibilität und Hochbegabung zu tun hat? Weil wenn es das hat, dann könntet ihr wenn ihr so viel Kraft und Mut habt, könntet ihr das mit einbringen. Ihr könntet sagen, okay, wenn die Diagnose erstellt wird, liebe Leute, wie sieht es aus? Habt ihr das Thema Hochbegabung mit ins Boot genommen? Ja, wenn nicht, dann macht es bitte. Dann gibt es andere Hürden, wie zum Beispiel, dass man dann nicht ernst genommen wird und so weiter. Oh ja, also Ja, also. das kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, gerade Lehrer, großes Augenrollen immer angesagt, wenn die Eltern sagen, mein Kind ist hochbegabt. Ja, Das ist das ist ganz, auch das. ganz schade, weil also es gibt auch Ja. keinen Leitfaden für Pädagogen. Ja, Nicht. wie geht man vor, wenn ich ein hochbegabtes Kind habe? Ja. Keiner hat eine Ahnung. Es ist wirklich, es ist so, ja. Ja, Kaum es, einer, ja, ich will jetzt nicht sagen keiner, aber kaum einer. ja, genau. Also ich verlinke es auch nochmal unten, ne? Also ich biete ja auch tatsächlich Fortbildung und Weiterbildung für Fachkräfte an und Fachsupervision. Also es gibt Möglichkeiten, sich dort auch wirklich zu informieren und Ja, das ganz wichtig. einzubauen. Und diejenigen, die solche Ausbildungen bzw. Fortbildungen bei mir durchlaufen haben, die wissen sehr gut, das zu schätzen, insofern, als dass sie wirklich merken, sie können mit dem Kind anders umgehen und es hat eine andere Wirkung. Aber kommen wir nochmal zurück, dazu, was könnt ihr machen, wenn Diagnose ansteht oder eben gerade, wenn der Hammer gefallen ist und die Diagnose steht und ihr merkt, nee, ihr kommt überhaupt nicht klar. Also ich habe es auch immer mal wieder mit Eltern zu tun, die dann sagen, ja, das Kind hat diese Diagnose, aber ich bin gar nicht einverstanden. Ich richte mich nicht danach. Punkt. Ich Ja. sehe halt zu. Und dann fangen die an, sozusagen nach anderen Wegen zu suchen. Also eben ne, Hochsensibilität, hochbegabt abklären. Sie suchen auch all das, was du anbietest, Julia, ne? Freilernen, andere Bildungssysteme, andere Begleitungssysteme und so weiter. Ich weiß, und ich glaube, du weißt es auch, Julia, im Moment ist es kein sehr bequemer Weg. Ja. Aber es ist der einzige Weg, um das Kind davor zu schützen, dass es
wie du vorhin schon gesagt hast, auch unter Umständen lebenslang oder zumindest bis zu dem Punkt, wo es selber merkt, nee, hier stimmt was nicht, hier muss ich aufräumen in mir, eine große Belastung entstehen kann durch Ja. eine Fehldiagnose. Das muss man leider so sagen. Es gibt Ja. mit Sicherheit viele tolle Psychologen und Ärzte und so weiter. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Aber gerade auf diesem Feld ist mein Eindruck, dass es viel, viel Fehleinschätzung gibt. Ja, und was ich auch noch jetzt aus schulischer Sicht ergänzen kann, dass oft diese Diagnosen dann wirklich, die werden genommen wie Gesetz, ja, und das Ja. wird dann oft so durchgedrückt mit so viel Gewalt am Kind, ja, Ja. eigentlich. Also es ist ja nicht nur Schlagengewalt, es sind ja auch Wortegewalt und Belohnungssysteme Gewalt eigentlich, ja, weil, also es ist manipulativ im besten Falle und im schlimmsten Falle ist es Gewalt am Kind, dass das durchgesetzt wird und dann wird den Eltern oftmals auch mangelnde Konsequenz unterstellt, obwohl die Eltern eigentlich ihr Herz noch spüren und noch wissen. Okay, also das kann ich nicht machen, das ist zu viel. Ja, das, also ich meine, ich kann mich mit meinem Kind jetzt nicht 3 Stunden hinsetzen und die Wochenplanaufgaben nachholen. Und ja, also das, da haben wir wirklich ein großes Problem und vor allem natürlich die Kinder haben das große Problem. Und die Eltern natürlich mit. Es gibt ja halt die 2 Gruppen, die Eltern, die alles mitmachen und die dann noch mit draufhauen aufs Kind und die Eltern, also einfach aus Unwissenheit, ja, aber das schützt natürlich das Kind vor Schaden dann nicht. Und dann hast du die anderen Eltern, die sich halt auf den Weg machen und die schauen und die eben wirklich suchen, ja. Und es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt erstmal angefangen haben, über dieses Thema zu sprechen. Und du hast ja da auch noch viel im, also was du noch aus dem Hut zaubern kannst, was Teilleistungsstörungen anbelangt, aber das wäre vielleicht dann nochmal in einem extra Video Das gut, machen wir. Genau, genau wie weil die Hochbegabung, ne? ja, genau. Ich werde in diesem Sommer für interessierte Eltern ein Sommercamp machen, eine Woche lang, wo es genau darum geht, ne, zu gucken, wie kannst du dein hochsensibles und auch hochbegabtes Kind tatsächlich stärken. Und da wird auch Raum sein, solche Fragen anzuschauen. Ne? Also wenn da eine Fehldiagnose ist, was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich es auch erkennen? Ne? Dass es möglicherweise eine Fehldiagnose ist. Und was kann ich im positiven Sinne tun, um die hochsensible und hochbegabte Seite meines Kindes zu stärken? Ja, Ja. das ist immer wieder ganz wichtig. Also, ja, es entsteht viel Leid auf der einen Seite, aber ich erlebe es auch immer wieder, auch in der Praxis, wenn ein Kind auf der anderen Seite viel, viel Stärkung und Unterstützung erfährt, dann kann es das nicht alles, aber es kann schon eine Menge auffangen und abpuffern. Aber Ja. das muss halt ganz bewusst sein. Das muss klar sein. Worin, wofür will ich das Kind unterstützen? Und das spüren hochsensible und hochbegabte Kinder auch sehr, sehr genau. Man muss denen das überhaupt nicht erklären. Aber uns Erwachsenen müssen wir es manchmal erklären. Und dafür ist auch das Es Sommercamp ist, gut. ja, genau, und Also das ist auch, wenn ja, euch das beim. interessiert, dann schaut einfach mal auf der Webseite. Bei mir ist alles unten verlinkt. Ja, und wie gesagt, und ich halte es auch immer wieder wichtig, irgendwie auch einzeln zu gucken, weil jede Familie ist individuell, jedes Kind ist individuell, jede Ja. Situation und jeder Mensch, egal welchen Alters, ist es wert, dass wir da wirklich, wirklich hingucken. Und das ist Ja. unsere Aufgabe. Genau, und die Eltern auch mitzubegleiten, ne? Weil die Genau. leiden ja genauso und die sind ja halt selbst noch in ihren eigenen Maskierungen gefangen, ja, von ihrer eigenen Hochsensibilität, weil die ja meist auch von zumindest einem Elternteil vererbt worden ist und Ja. haben auch Ängste, die auch aufgefangen werden müssen. Und dafür ist halt Coaching zum Beispiel super, ne? Oder dein Camp und Genau. alles, was man halt, wo man sich halt Unterstützung und Hilfe holen kann. Genau. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, wenn dir die Informationen hilfreich sind und du kennst andere Menschen, dann teile das Video gerne und sende es weiter, weil es gibt immer noch, ich staune immer wieder. Ich bin jetzt seit 12 Jahren an dem Thema dran, ich weiß nicht, wie lange du auch schon unterwegs bist, auch schon etliche Jahre. Also Und nicht in der Aufklärung, aber so lange weiß ich zumindest davon und habe ja. das dann integriert, so, ja. Und ich staune immer wieder, dass es noch so Ja. viele Menschen gibt, die das nicht wissen, die diesen Begriff Ja.
kennen und die das nicht wissen. Also bitte gerne, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr Ja. das teilt, diese Information, dass immer mehr Menschen, immer mehr Familien davon wissen und wirklich die Kinder, die das betrifft, auch wirklich gut auffangen und abholen können. Und dafür bedanken wir uns sehr bei dir und bei euch. Ja, und ich bedanke mich bei dir, Julia, Ja, für vielen Dank für die das Einladung, liebe Cordula. Gespräch, genau. Und genau, wir sehen uns wieder, wenn wir den Teil 2 machen, Fehldiagnosen und genau, Hochsensibilität korrekt erkennen. In diesem Sinne, alles, alles Gute und einen schönen Tag oder Abend oder Nachmittag, wann immer du dieses Video siehst. Ciao, ciao. Ciao.